Hunderttausende Menschen versammeln sich am Sonntag in Wien, um gemeinsam gegen die steigenden Energiepreise zu protestieren. Die Anwesenden sehen die Reaktion auf den Ukraine-Krieg dafür verantwortlich. Ich habe es auch dieses Jahr gemerkt beim Holzpreis, das Doppelte als wie voriges Jahr. Und dann mit der blöden Ausrede wegen einem Ukraine-Krieg. Aber mein Holz kommt nicht aus der Ukraine, es kommt aus Österreich. Ich kenne große Unternehmen, die sind zugrunde gegangen wegen den Russland-Sanktionen. Ja? Es wird gelogen ohne Ende, ja, was Russland betrifft. Ja, und der Herr Zelensky, dieser Schauspieler, das macht er gut, ja, ist ein Schauspieler, ja, der hetzt uns in den Untergang mit seiner Kriegstrommel. Die Sanktionen gegen Russland stehen im Fokus. Der Gründer von Verdenken Austria und Organisator der Demonstration, Hannes Brecher, sieht darin einen großen Fehler. Man macht gegen Russland Sanktionen, die was eigentlich der Todesstoß für Europa sind. Ja. Wir schießen uns jeden Tag in beide Knie gleichzeitig. Also die Sanktionen bringen genau gar nichts, außer dass Europa dadurch zerstört wird. Andere sehen Sanktionen als Kriegshandlung. Die Sanktionen, wenn man auch keine Waffe in die Hand nimmt, Sanktionen ist eine Kriegshandlung und da darf ein neutraler Staat gar nicht mitmachen. Also das widerstrebt der Neutralität und unserem Gesetz. Wirtschaftsexperten meinen, dass die Sanktionen funktionierten und Russland in eine Rezession zwängen. 10% Wirtschaftsrückgang werden 2022 erwartet. Doch aktuell ist die Lage für Russland verkraftbar. China kauft während der Ukraine-Invasion für 25 Milliarden Dollar Kohle, Öl und Gas. Das sind doppelt so hohe Ausgaben wie in denselben Monaten letztes Jahr. Dazu kommt die immer noch hohe Gasabhängigkeit Europas und der Kreml hat weiterhin sehr große Geldreserven. Währenddessen steigen die Preise in Österreich drastisch an. Die Regierung veröffentlicht am Mittwoch Maßnahmen zur Abfederung der hohen Energiekosten, die ein Entlastungsvolumen von mehr als 32 Milliarden Euro beinhalten. Laut Demonstrierenden nur Symptomlinderung.